Hallo von unserer ersten Plenarsitzung im Jahr 2024 hier in Straßburg. Dieses Jahr wird ein spannendes Jahr für die Demokratie, nicht nur wir in Europa wählen. Ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung wird in diesem Jahr mindestens einmal zur Urne gerufen werden. So viele Wahlen auf einmal hatten wir eigentlich noch nie in der Geschichte der Demokratie der letzten Jahrzehnte. Wir haben in dieser Woche hier einige wichtige Entscheidungen getroffen. Zwei möchte ich vor allem herausheben. Eine, es wird endlich einen europäischen Behindertenausweis geben. Bisher war der Behindertenausweis ja national geregelt und das hat immer wieder zu Problemen geführt. Nun werden Menschen mit Beeinträchtigungen einen Ausweis bekommen, der dann in ganz Europa die gleiche Wirksamkeit hat. Fürs Parken, für den Zugang zu Veranstaltungen und wo auch immer ein solcher Ausweis nützlich sein kann. Eine wichtige Entscheidung dann im Bereich des Verbraucherschutzes, und zwar betreffend das Greenwashing. Immer öfter haben wir Produkte, auf denen draufsteht, dass sie 100% abbaubar wären, dass sie nachhaltig wären, dass sie aus der Zirkularwirtschaft kommen. Und das ist natürlich auch gut so und es ist gut, wenn es Konsumenten solche Produkte bevorzugen und auch bereit sind, dafür ein bisschen mehr zu bezahlen. Aber die Angabe muss halt auch wahr sein. Sehr oft ist sie das nicht und wir werden nun Regeln einführen, dass das, was draufsteht, auch drinnen ist. Das heißt, dass solche Begriffe effektiv auch nachgewiesen werden müssen, wenn ein Produkt mit einem solchen Hinweis verkauft wird. Und dann hatten wir einen wichtigen Besuch auch noch in dieser Woche. Belgien wird die Ratspräsidentschaft haben im ersten Halbjahr 2024. Ministerpräsident Alexander De Croo war hier und wir hatten eine Aussprache mit ihm über die Inhalte dieser nächsten 6 Monate.